Wir sind neugierig geworden auf die Immobilie der Zukunft und möchten wissen, wie sie sich praktisch realisieren lässt. Volker Noack hat uns eingeladen, das Emporio-Quartier in der Hamburger City zu erkunden und uns etwas über die Entwicklungsgeschichte zu erzählen. Als wir uns nach der Jahrtausendwende überlegt haben, was wir zukünftig mit dem Unilever-Gebäude machen wollen, war die große Frage, verkaufen wir dieses Areal oder beginnen wir hier ein größeres Refurbishment? Als wir uns dazu entschlossen haben, dieses Refurbishment zu implementieren, war uns auch klar, dass wir hier ein nachhaltiges Gebäude wieder entstehen lassen wollen, was mindestens für die nächsten 40, 50 Jahre dann auch so an Bestand hat. Ein höchst eindrucksvolles Gebäude, das wiederbelebt werden sollte. Markant, denkmalgeschützt. Eine Ikone der Bürohausarchitektur in bester Lage. Deren überalterte Substanz und Technik aus den 1960er Jahren sicherlich eine grundsätzliche Überholung verlangte. Also hier war keine Lack- und Leim-Renovierung angesagt, sondern natürlich ein komplettes Refurbishment unter nachhaltigen Gesichtspunkten. Was eben auch zur Folge hat, dass man dann komplett eigentlich neu aufsetzen kann und für jede Mietfläche einzelne Verbräuche und andere Dinge feststellen kann. Entstanden ist neben einer zukunftsfähigen Büroimmobilie ein Mikrokosmos aus unterschiedlichen Nutzungen. Ein ruhiger Pol mitten in der hektischen Metropole, den Anwohner und Mieter gleichermaßen zu schätzen wissen. Wie wurde aus dem anspruchsvollen Projekt ein nachhaltiges Immobilieninvestment? Die Finanzierung dieses Neubaus war möglich, weil wir die Gelegenheit hatten, neben dem eigentlichen Bürobestandsgebäude auf dem relativ großen Grundstück noch ein weiteres Hotel und ein Wohngebäude zu errichten und zusätzlich noch weitere zwei Geschosse auf das Emporio-Hochhaus aufzustocken. Das hat insgesamt zu einer wirtschaftlich darstellbaren Lösung für uns und für die Anleger geführt, mit der wir sehr zufrieden sind. Es ist also die Kombination aus Nutzerqualität und Funktionalität, die überzeugt. Auf einen Sprung schauen wir im Scandic vorbei, das Teil des Emporio-Quartiers ist. Mit seinem skandinavischen Konzept hat sich das Hotel in kurzer Zeit am Hamburger Markt etabliert und bereichert das Viertel. Wir haben von unserem Vermieter und den Baufirmen ein ganz tolles, energieeffizientes Konzept gebastelt bekommen hier. Was wir als Hotel-Konzept fahren, ist das Ganze von innen dann genauso zu leben. Damit ist eine Kernfrage unserer Zeit verbunden. Wie wird ein umweltschonender Lebensstil attraktiv und interessant? Wie bringt man Hotelgästen, also zahlenden Nutzern, das Thema Nachhaltigkeit nahe, ohne als überschlauer Superöko zu gelten? Storytelling ist bei Scandic ganz groß geschrieben. Das eine ist das Design und das Aussehen. Das ist so ein Wohlfühlambiente. Das andere ist aber Storytelling. Jeder kann in die Tiefe gehen und sich Themen auch von uns erzählen lassen, wenn er daran wirklich interessiert ist. Eine Vorgehensweise, die sich vielleicht auch für die Kommunikation mit Büromietern eignet. Sie erinnern sich, in Teil 1 war vom Nutzer als Blackbox die Rede. Der Nutzer ist tatsächlich die Blackbox, mit der das Thema Nachhaltigkeit zu kämpfen hat. Glaubwürdigkeit spielt in jedem Fall eine große Rolle, weshalb Scandic seine Lieferanten und Dienstleister in die Pflicht nimmt. Auch dort soll Nachhaltigkeit fester Bestandteil der Kultur sein. Wie geht dieses Unternehmen mit den Fragen um, mit denen wir uns auch täglich beschäftigen und möchten auch dann quasi ausklammern, wer dem Ganzen überhaupt nicht entspricht und gesellschaftlich diesen Weg zurück eher macht und sagt, wir möchten halt nicht in eine moderne neue Zukunft. Also wer in der Hotellerie es eigentlich wirklich ernst meint auch, der weiß gar nicht, was er dann vielleicht auch schon für eine Power auf die Hersteller ausüben kann, indem er eine Ausschreibung macht, die in diese Richtung geht. Vielleicht ist das die erste Erkenntnis auf unserer Suche. Das technische und wirtschaftliche Know-how ist längst vorhanden. Es muss nur strategisch und konsequent angewendet werden. Dann wird jede Immobilie fit für die Zukunft und macht sich für Mensch und Umwelt bezahlt.